Vor gut einer Woche standen sich die Spielvereinigung Hankofen und der SV Schalding-Heining noch in einem Testspiel gegenüber. Dabei überzeugten die Dorfburen beim 2:2, wie sie überhaupt eine starke Vorbereitung hingelegt hatten. Hankofen geht also zuversichtlich in die 7. Bayernliga-Spielzeit am Stück. Wir wollen zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass wir einen nächsten Schritt gemacht haben und dass wir die Saison, obwohl die Liga für meine Begriffe wieder stärker geworden ist, dass wir uns trotzdem etablieren können da drin. Große Ehre zudem, dass das offizielle Eröffnungsspiel der Liga heute am Reißinger Bach stattfindet. Und zwar gegen niemand Geringeres als die kleinen Löwen. Eröffnungsspiel, Freitag auf die Nacht gegen die Löwen. Ich meine, was gibt es Schöneres? Wir haben in Minger gezeigt, dass wir schlagen können und ich hoffe, dass wir zum Saisonauftakt dann auch gleich den ersten Dreier holen. Erstes Ziel ist der Klassenerhalt, aber viele Experten trauen den Dorfburm diesen heuer durchaus früher zu als die letzten Jahre. Liga halten ist auch mal erste Bürgerpflicht für den ruhmreichen 1. FC Passau, der letzte Saison souverän die Rückkehr in die Landesliga Mitte schaffte. Die Siege beim Erdinger Meistercup sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene sollten den nötigen Auftrieb dafür geben. Ja, als Aufsteiger muss man natürlich sich erst einmal in der neuen Liga dann etablieren. Und Landesliga Mitte ist natürlich ein hartes Pflaster. Also von daher mal schauen, wie wir reinstarten und dann kann man die Ziele auch mal formulieren. Heute sind die Passauer im Eröffnungsspiel bei den arg gebeutelten Hutturmern, die ihren kompletten Stammkader verloren haben, jedenfalls schon mal Favorit. Unsere größte Aufmerksamkeit in puncto Landesliga gilt aber der Südoststaffel mit der Spielvereinigung Landshut und neu auch dem TSV Bogen. Allerdings fällt das morgige Auftaktspiel des TSV wegen eines Trauerfalls beim FC Deißenhofen aus. Grundsätzlich sind die Rautenstädter, wie berichtet, nicht glücklich über die Einteilung in diese Liga, wollen aber nun das Beste draus machen. Wir müssen es positiv nehmen und ja, es werden bestimmt interessante Spiele und wenn die Mannschaft so auftritt und Einheit wird, Dann können wir noch den Schritt durchgehen, wo wir hier wollen. In den zwei Toto-Pokal-Quali-Runden zeigte der TSV bei den Erfolgen gegen Hankofen und Bad Abbach schon mal sehr gute Ansätze. Noch viel weiter oben in der Tabelle sollte die ebenfalls im Toto-Pokal zweimal erfolgreiche Spiele Landshut zu finden sein. Nach zwei vierten Plätzen will die zwar erneut verjüngte, aber mit viel Talent gespickte Truppe von Neutrainer Peter Gajdarov diesmal ganz vorne angreifen. Allerdings ist die morgige Auftaktpartie gegen Absteiger Traunstein gleich mal recht knackig. Ja, wir spielen gleich einen Absteiger. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, aber wir spielen daheim. Wir hoffen, dass natürlich ein Haufen Zuschauer kommen, was immer nicht ganz so einfach ist in Landshut. Aber wenn wir das hinbringen, dass ein Haufen Leute unterstützen, dann glaube ich, kann man da mit einem Dreier starten. Der Aufstieg ist für die ruhmreiche Spiele zwar kein Muss, aber zumindest der trotz der vierten Ränge recht große Abstand zur Tabellenspitze in den vergangenen beiden Jahren soll heuer deutlich verringert werden. Mittelfristig will man am Hammerbach aber durchaus wieder zurück in die Bayernliga. Spannende Partien also gleich zum Auftakt dieses Wochenende und bei uns sehen Sie am Montag dann die Highlights der Spielvereinigung Hankofen, der Spielvereinigung Landshut und des 1. FC Passau.